Dienstag wurde der Banking Award 2016 an der Universität Liechtenstein verliehen. Der Banking Award gibt es mittlerweile seit 13 Jahren. Wir haben jetzt heute gerade die 25. und die 26. Arbeit auszeichnen dürfen. Für jeweils für den Bachelor, den besten Bachelor und die beste Masterthesis. Bedeutung für uns, es ist eigentlich irgendwo auch ein Zeichen von einem Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis. Und insofern, gerade an einem kleinen Finanzplatz wie Liechtenstein, ist es extrem wichtig, dass man Leute, die auch in Liechtenstein studiert haben, noch irgendwie die Möglichkeit geben, eine praxisnähe Arbeit zu schreiben und dann allenfalls sogar in Praxis in Liechtenstein können zu wechseln. Ich glaube, dass die Universität Liechtenstein von der Größe her eine gute Voraussetzung hat für die Zukunft. Sie ist ja klein, sie ist wendig, sie ist flexibel. Die Leute stehen nahe zueinander und nicht nur in der Universität, sondern darüber hinaus. Das heißt, alle Stakeholder im Umfeld, die Banken, die Wirtschaft, die Politik, ist eigentlich im Umfeld eng vernetzt. Und die Universität kann da eine sehr neutrale, langfristige Rolle einnehmen fürs Land. Expertise, sozusagen Enabler abbilden, wenn man so will. Und wenn man nach innen schaut, ich glaube, es ist auch ideal, weil man die jungen Menschen, die man ausbildet in der Lehre, die sind ja nicht nur in der Klasse drin und lernen etwas vom Buch, sondern in der Zukunft wird es auch sehr, sehr wichtig sein, dass man die jungen Menschen erstens in ihre Persönlichkeitsentwicklung stärker mitnimmt und andererseits natürlich auch dann die langfristige Perspektive, dass die Leute dann auch im Land bleiben, dass die ihre Ausbildungsprofile in den Unternehmen anwenden können. Das wäre so eine Vision, Persönlichkeitsentwicklung mit einer Verantwortung, die es im Land braucht. Der wissenschaftliche Teil beurteilt drei Juroren, die von der Universität Liechtenstein bestimmt werden. Der Praxisteil wird von drei Juroren, die wir bestimmt haben, bewertet. Die Kriterien, die wir definiert haben jetzt für den Praxisteil, sind der Liechtensteinbezug, Praxisrelevanz von der Arbeit selber, der Mehrwert, die Aussagekraft und am Schluss sogar in allenfalls eine praktische Empfehlung für den Finanzplatz oder für einzelne Finanzplatzteilnehmer beinhaltet sind. Die Arbeit handelte im Prinzip von der Neustrukturierung, der Regulierung von operationellen Risiken bei Banken. Und die Frage, die ich mir dort gestellt habe, war im Prinzip, ist das ein guter Vorschlag, den das Basler Komitee gemacht hat, oder ist das kein guter Vorschlag? Ich habe das Ganze dann kritisch analysiert, auch mit einer Literaturrecherche betreffend der Kommentare von anderen Arbeiten und Finanzmarktteilnehmern und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass die Regulierung in der Form, wie sie damals vorgeschlagen wurde, nicht gut ist. Und das Basler Komitee hat meine Auffassung offensichtlich geteilt und hat mittlerweile, kurz nach Abgabe meiner Thesis, hatten die auch einen neuen Vorschlag zu dem Ganzen herausgebracht. In meiner Arbeit habe ich mich mit der Sensitivität beschäftigt, die der Wechselkurs auslöst, also die Veränderung im Wechselkurs auslöst auf den Aktienkurs. Und da eben im Speziellen um den Mindestkurs des Schweizer Frankens, der von der Schweizer Nationalbank eben festgesetzt wurde. Und da eben speziell verglichen die Perioden davor, also vor dem Mindestkurs und danach. Und hier eben die Resultate hergenommen, um eventuell herauszufinden, ob die Intervention der Schweizer Nationalbank einen Einfluss hatte auf die Sensitivität der Schweizer Aktien. Und die Ergebnisse zeigen eben, dass es so ist. Die Sensitivität der Aktienkurse nimmt ab. Also in der Periode nach dem Mindestkurs ist sie weit geringer als davor, mit ca. 60-20%. Und auch das Niveau der Sensitivität hat sich fast halbiert.